back from the dead. Montag, der 6. Mai 2019. Willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Am Anfang ist erstmal der Profan gegrüßt. Luki der Wanderer natürlich, der nicht schlafen geht. Dann Demon Genji und Scar Senpai. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein, denn heute sind zwei seltene Sachen drin und zwei neue Sachen. Also angefangen auf der linken Seite nochmal. Ihr habt nochmal die Chance, Marvel-Items zu kaufen. Natürlich versucht Epic, die rauszuhauen für jedermann. Das heißt also, damit jeder sich die auch nochmal gönnen kann. 1500 V-Bucks für den Star-Lord hier. 500 für Dance-Off. Und dann Milano natürlich für 1200. Richtig geiles Set, muss ich sagen. Guardian of the Galaxy, richtig nice. Passend dazu natürlich noch die Guardian-Axt. Ich muss sagen, Groot wäre irgendwie geil gewesen oder Rocket. Aber mit Star-Lord gebe ich mich auch zufrieden. Und Black Widow ist auch am Start, natürlich mit ihren beiden Styles. Mit einmal den roten Haaren, mit den blonden Haaren für 1500. Dann Widow's Bite für 800. Und natürlich Widow's Pirouette für 200, der Emote. Also, dann kommen wir auch zum nächsten Feature-Item, und zwar ist Whiteout da. Die kommt auch mit zwei verschiedenen Styles. Ihr seht es einmal mit Helm, einmal ohne. 1500 V-Bucks dahinter verbirgt sich dann diese hübsche Blondine hier. Und natürlich haben wir noch den Outtake da. Da ist dann der gute Kerl dahinter. Also 1500 V-Bucks für die beiden hier, beide mit Selectable Styles. 1500 V-Bucks. Und passend dazu kommt natürlich White Squall. Ist auch richtig geil, muss ich sagen. 1200 V-Bucks dafür. Ist eigentlich ein cooler Gleiter, den ich viel zu selten nutze. Deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für das Set. Ist richtig nice. Ja, dann kommen wir zu den Dailies. Da haben wir zum einen Reckon Specialist drin für 1200 V-Bucks. Richtig geiler Skin. Zuletzt vor 12 Tagen erst drin. Also der ist auch immer wieder drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie alle zwei Wochen gefühlt ist der drin, der Skin. Dann haben wir Golden Scales drin für 500. Das sieht aus so ein bisschen, ja, es steht auch Snake Pit. Zeigen wir mal kurz durch. Muss man drauf stehen. Richtig Gold natürlich. Cooles Muster natürlich drin. So ein Drachenmuster drin. Sieht natürlich richtig geil aus. Passt natürlich auch so ein bisschen zu dieser Storyline. Mit den Eiern und so weiter, was wir gesehen haben. Und auch zu den Skins. Auch eine coole Reflexion, wenn man das so sieht. Bei der Deagle sieht ganz gut aus. Beim Bogen sieht sowieso immer alles geil aus, muss ich sagen. Feiere ich immer übelst. Ja, 500 V-Bucks. Dafür zuletzt vor 31 Tagen im Shop gewesen. Ja, und dann kommen wir erstmal zu den beiden Emotes. Denn die beiden sind super selten. Wir haben Waterworks drin für 200 V-Bucks. Und der war zuletzt vor 144 Tagen drin. Ist damit heute das seltenste Item. Heute noch mit jemandem drüber gesprochen, als wir die Challenges gemacht haben, wann der denn endlich mal wieder reinkommt. 144 Tage her, dass der das letzte Mal im Shop war. Richtig krass. Und Star Power ist wieder drin. 800 V-Bucks. Auch zuletzt vor 102 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Also zwei seltene Emotes heute im Shop. Richtig, richtig nice. Für alle, die damals verpasst haben, können jetzt nochmal zuschlagen. Und ja, dann kommen wir zu den neuen Items. Wir haben 800er Skin drin, und zwar Cole. Jemanden, der in der Mine arbeitet, so wie es aussieht. 800 V-Bucks. Sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Cooler Skin. Auch diesmal nicht No-Skin Ben, sondern diesmal ist der Asiate hier genommen worden. Ich weiß gar nicht, wie man den hier nennt. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich glaube, die haben ja alle so einen Namen. Der eine heißt, glaube ich, Jerome. Ich weiß gar nicht, wie man den Asiaten hier nennt. Auf jeden Fall ein interessanter Skin, auch mit den Handschuhen an und so. Bisschen Dreck hat er noch überall. Cooler Skin. 800 V-Bucks für den guten Herrn hier. Und der kommt natürlich auch passend mit Rockbreaker. Oh, das sieht richtig krass aus, muss ich sagen. Und ich glaube, diesmal schlägt man auch hiermit, denn immer, ich glaube, da, wo auch diese Animation ist, schlägt man auch mit. Das finde ich richtig cool, denn es gibt oft so Harvesting-Tools, muss ich sagen, in der Vergangenheit, die auch dann irgendwie, ich sag mal, so mächtig aussahen, aber man dann irgendwie mit der anderen Seite geschlagen hat, was ein bisschen weird war. So schlägt man tatsächlich auch mit der Seite, hoffe ich doch. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Vielleicht schlägt man auch mit der anderen, aber 800 V-Bucks auch dafür. Natürlich teuer, muss ich sagen. 800 V-Bucks natürlich dafür dann, wenn man auch 800 V-Bucks für den Skin bezahlt. Trotzdem geht mein Highlight heute an Cole natürlich raus. Neuer Skin am Start. Bin ich überrascht auf jeden Fall, dass wir einen neuen drin haben. So kurz zu Ende nochmal. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was euer Highlight ist. Dem ganzen Shop gebe ich heute mal eine... Was geben wir dem Shop heute? Ich gebe dem Shop heute mal eine 6 von 10, weil wir immer noch die Marvel-Sachen drin haben natürlich. Und weil wir zwei seltene Items dran haben und was Neues. Neuen 800er Skin ist immer geil für alle Leute, die gerne die 800er Skins sammeln. Kostet nicht ganz so viel wie die anderen Skins und sieht eigentlich auch immer geil aus. Also deswegen von mir die Bewertung. Könnt ihr gerne mal reinschauen, was ihr im Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich auch gerne mit dem Creator-Code VanSnipes. Dann würde ich sagen, wir hören uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.